Willkommen zurück, Marius Ebert hier. Typische Klausursituation, drei Fragen, strukturiert durch A, B, C. Was ist die staatliche Mindestpreispolitik? Wer soll geschützt werden? Drei Punkte, ein Punkt. Und was sind die Folgen? Drei Punkte. So, beginnen wir also mit Frage A, mit Antwort auf Frage A. Was ist die staatliche Mindestpreispolitik? Ich habe vielfach erläutert, dass Fragen, die mit ist daherkommen, relativ tückisch sind. Was ist die staatliche Mindestpreispolitik? Das ist eine Schutzpolitik. Der Staat verordnet, ja, gibt durch seine Gesetzgebungsgewalt, Mindestpreise. Der Staat verordnet Mindestpreise. Das ist die staatliche Mindestpreispolitik. So, jetzt könnte man den Satz natürlich direkt weiter vollenden, denn die Frage ist jetzt, was soll das? Aber wir haben ja B und unter B wird es separat gefragt. Das heißt, Sie werden hier sehr gut ge geführt im Grunde bei dieser Art der Fragestellung. Zum Schutz der Anbieter. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.